Ich nehm's übrigens im Hintergrund auf, ne? Weil ich's noch nicht gesagt habe, sage ich's jetzt eben. Falls okay. Was Lustiges kommt. Bin damit einverstanden. Gut. Auch wenn ihr einverstanden seid, egal. Mir egal. Pech. Aha. Dann verklage ich dich, XD. Trollolol. Haha, hab dich verklagt, trollololololol. Oh, ich war nicht fertig. Oh, epic fail. Klasse. Jetzt darf jeder von euch seine Kreation mit unserem. Ich hab grad verklagen gelesen. What the f***? Verklagt an Ganz genau. Achso, ich darf anfangen. Okay. Hi Leute, ihr kennt bestimmt das Problem, das ich auch immer habe. Ich kann nicht ertragen, wie langsam mein Gaming-PC ist. Und dafür habe ich die richtige Lösung für sie. Warum ist das ein Problem, das du auch wirklich hast? Geld. Und dafür brauche ich... Ups, und dafür brauche ich Geld. Ich habe Geld. Geld. Und dafür brauche ich Geld. Ah. Geld. Ich habe Geld. Wie ihr bei Patrick sehen könnt, in diesem magischen Kessel habe ich Geld. Und mit dem Geld mache ich meinen langsamen Gaming-PC zu einem bisschen weniger langsamen Gaming-PC. Bravo, bravo, bravo. Und machst du es auch wirklich? Ja. Okay. Wenn ihr meins nicht, hochvotet, dann wird das nicht passieren. Ich hab hier ein Problem von Mütze. Meine Brust ist so hält nicht funktioniert. Ach Mensch, Max. Und da gibt's sogar nicht nur eine Erfindung, sondern zwei vom Preis von einem. Erstens der P-Teil und zweitens die Natur. Was? Das untere Bild soll mit Sand sein, wie er so Gras anfasst und das soll der P-Teil sein. Das links sieht aus wie Shreks Kopf und das rechts sieht aus wie sein Fuß. Ich hab leider keinen Stock, weil es hat sie gespeichert. Also, ja. Ich wollte noch kurz sagen, falls ihr meins nicht kauft, dann werde ich mir keinen besseren PC holen. Also, es gibt folgendes Problem. Ich lade niemanden zu mir nach Hause ein, wegen meiner antiken Bodypillow-Sammlung. Ja, und zwar gibt es da ein einfaches Problem. Und zwar habe ich das Mützi-Phone entwickelt. Mützi-Phone. Ja, so sieht es dann ungefähr aus. Und zwar kann man mich dann damit anrufen und dann nehme ich euch diese antike Sammlung ab. Ey, das dann könnt ihr wieder Leute zu euch einladen. Das ist ja besser als die ganze Zeit. Und ich sage immer so schön, besser verwendet als verschwendet. Oh, ey, Mütz, das ist ja besser als die Gun 2 Electric Boogaloo. Wo kann ich's bestellen? Kann ich's auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen holen? Das kannst du bestellen auf V-Bucks Generator ohne Virus for free.com. Also, wir kennen alle das Problem. Ich vergesse immer meinen Urlaubsvlog zu machen, wenn ich verreise. Och, wie blöd ist das denn? Und dafür habe ich Geld. Die antike Webcam rausgebracht. Und zwar haben wir alle ja dieses Problem, dass wir uns nicht daran erinnern, einen Vlog zu machen. Und ein Weg dafür, um uns daran zu erinnern, ist, indem wir die antike Suppenkelle mit einer Webcam verbinden, um uns jedes Mal daran zu erinnern, wenn wir essen müssen. Krass. Vielen Dank. Warum ist das Messer? Ja, Herr Moment mal, ist das nicht der Klostöpsel, den ich letzte Woche entdeckt habe? Der war böse. Komm schon, Geld! Ja! Sie lieben das Geld! Mit ich. Das jeder lösen soll. Liebling der Lehrerin. Bitte kriege ich jetzt das, was ich vorhin bekommen habe. Ja, ich hab das gleiche wie vorhin. Gute Wahl. Okay. Oh, das hab ich vorhin. Das ist von mir. Ich wusste es. Ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, glücklich zu sein. Oh, ich hab keine Stifte mehr. Oh. Ja, ich hab verloren. Okay, kommt langsam zum Schluss, Leute. Die Zeit ist so gut wie ich auch. Habt ihr es gelesen, rechts? Zeit für den Namen und Slogans. Nee, nein, nicht.
Okay, also. Folgendes Problem, das kennt Mike wahrscheinlich. Ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, glücklich zu sein. Ja, da habe ich folgendes erfunden. Nämlich den Doppelpunkt-Klammer-Zuspiegel. Der sieht so aus, man guckt dann quasi da rein. Und egal wie man schaut, selbst wenn man traurig ist, es wird immer ein glücklich blickendes Gesicht auf dich zurück gespiegelt werden. Fake it until you make it. Einfach ein Filter. Okay. Jetzt, ich habe halt das Problem. Ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, glücklich zu sein. Und da gibt's die perfekte Erfindung, zumindest für mich, die perfekte Erfindung. Nämlich ein Real-Life-Felido-Plushie. Plushie? Wie sie bei meiner schönen zeichnenden Szene, rechts bin natürlich ich und ich musste gerade lesen, da steht Neck, nein, da steht Max. Ein riesengroßer Felino, der ist ziemlich super und knuffig. Ja, ziemlich süß. Und naja. Hast du einen Wupper, ist doch alles super. Oh, schön. Und wenn ich es aus Versehen entwickle? Dann ist es doch besser. Okay. Dann hast du Crack. Gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen? Mit Crack also, hast du mehr Swag. Also wir hatten die Problemstellung, ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, glücklich zu sein. Meine Lösung dafür wäre, du bist traurig und willst glücklich werden, dann sei halt glücklich. Und der Weg dahin ist, ein Mike die Füllung. Oh, das ist wegen der leichten Gebrauchsspuren. Also ich müsste sagen, ich würde das kaufen. Ich würde das kaufen. Echt? Ja. Also, Okay, also, hallo meine großzügigen Großzuschauer des Zuschauens. Ich habe das Problem, ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, glücklich zu sein. Weil ich weiß halt nicht, wie das so ist. Ich bin noch nie eine einzige Sekunde in meinem ganzen Leben glücklich gewesen. Und da habe ich die Lösung für Sie. Ich nenne das Ganze YouTube. Auf YouTube können Sie sich viele Videos anschauen, unter anderem auch Tutorials, wie man glücklich wird. Und darf ich dazu selbst wenn Sie hinzufügen? Ja. Du wirst da Leute sehen, die schlimmer sind als du, und du wirst dann gleich glücklich, weil du nicht als schlimmste Mensch auf Erden siehst. Und falls ihr dadurch nicht selber glücklich werdet, wisst ihr immerhin, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Durch die YouTube-Videos von anderen. Ihr könnt nicht mehr glücklich sein. Zu Mike Wiesersam sagt man nie nein. Abonnieren unten links, danke. Das war's. Ja, ich hab gewonnen! Jabba dabba du. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Micro Body Pillow. Okay. Okay, ihr kennt das. Mike macht mir Angst. Nee, kenne ich nicht. Immer wenn ich sein Profilbild ansehe, das starrt mir voll in die Seele. Ich muss immer meine Decke holen und immer meine Mutter sagen, Scheiße, ich habe Angst, Mama, komm, please pick me up, I'm scared. Und da gibt es eine Lösung dafür. Ein Feuerpunkt. Oh, nein, ich bin ein bisschen und was ist hier das? Sehen Sie, das ist ein Glurak. Ah, okay. Just Glurak. Könnte auch ein Hühnchen von der Seite sein. Wenn man so um 90 Grad dreht, könnte ja. Man Max, ich hasse dich. Könnte auch ein Hase sein. Warum machst du sowas? Warum ich machst hase du mich dich. Ich hase dich. Oh, okay, ich darf anfangen, okay. Na, weitermachen. Ja, okay, also wir haben ja alle Probleme bekommen und das heutige Problem ist, Mike macht mir Angst. Oh nein! Was? Was? Ah, nein, so geht doch nicht! Was? Mein Gott, da kommt Blut aus den Augen! Hyperrealistisches Blut! Glaubt mir, Leute, ich bin jetzt! Wirklich! Er ist der Antichrist, oh nein! Bitte geht nicht! Oh. Aua! Aua, wenn du bist kein Ich bin leider jetzt als letztes dran und zwar.
Das Problem, das kennt Danny nämlich auch, Leute klauen Ideen. Ach nee, Moment. manchmal ist es so, Mike stöhnt wie so ein Hentai-Mädchen, ja, und da kriege ich immer Angst, weil ich bin mir nicht mehr über meine Sexualität sicher. Ja. Und zwar habe ich da eine gute Idee. Grund, Mitzi? Nämlich Feuerangriffe. Ja. Oh. Wir wissen, Feuerattacken sind sehr effektiv auf Pflanzen-Pokémon. Mike ist ja ein Wiedersamen. Das ist sehr effektiv! Da kommt, ihr liebt es. Oh. Ja, ihr liebt die Feuerangriffe. Oh. Ihr liebt mein Tonopto. Das war echt gut gezeichnet. Mein Feuerpokémon. Gerade noch so. Das von Mützi als erstes gewählt worden, das von Max. Oh, ich bin wie knapp. Nur 100 mehr. Das war gerade zweiter, jetzt bin ich wieder vierter. Bang, bang, bang. Okay, also, folgendes Problem. Mein Maikubo-Pillow befriedigt mich nicht mehr. Michael! Das ist wahrscheinlich, ihr habt so ein Maikubo-Pillow, so die erste Woche denkt ihr euch noch, Alter, wie geil. Aber nach der fünften Woche wird das auch schon wieder langweilig, ja? Deshalb habe ich... Du sollst nicht spoilern. Deshalb habe ich das Money-Pillow. Ja, das ist von Therapie. Das sieht quasi so aus hier. Also Therapie also, fände ich besser. So ähnlich, das sieht so ähnlich aus wie Mike, nur halt geiler. Ne? Ach jo. Warum ist da beim Pillow so eine Flasche? Monika ist halt eh die beste. Ich dachte, niemand darf deine Monika berühren. Und jetzt auf einmal, ja hier Leute, ey, ihr dürft nicht. Nein, das ist ja nur ein Bodypillow. Ist ja nicht meins. Oh. Doch, nicht guck, benutzt. Gebrauchsspuren. Schade. Guck, das sind unten Gebrauchsspuren. Das ist auch also, gut. Damit beende ich meinen Vortrag. Stein. Problem, das jeder kennt, ich hasse es alleine zu scheißen. Die Idee dafür habe ich tatsächlich gestern in der Schule bekommen. Und zwar die Webcam, kurz WC. Du kannst deinen Lebensunterhalt nicht bezahlen, kein Problem. Mit der Webcam wird dein Toilettengang live auf Twitch übertragen und durch die Spenden bezahlst du deinen Lebensunterhalt. Oh Gott. Also meine Idee gestern war eigentlich, dass man damit die Schule... Meine Idee war eigentlich, dass man damit die Schule finanziert, aber ich denke, privat geht das auch. Ja. Sister, someone is uploading new pictures of me. Naja, egal. Hi Leute, ihr kennt alle sicherlich das Problem. Ich kann nicht schlafen ohne mein Uwu Amogus Plushie. Und Bootleg. Ja, und mir das. Was bist du? Das Bootleg Amogus Plushie. Nein, das ist schon legit. Aber um sich das leisten zu können, braucht man Geld. Und dafür brauche ich Geld. Gib her und du bist mein Held. Danke. Die Shisha? Okay. Ich muss mich vor der Glücksspielsucht schützen. Was ist Glücksspielsucht? Okay. Das ist Squid Game! Wenn es so schlimm ist, Mützi, dann deinstallier doch einfach das Spiel. Sind sie wie Genshin Impact, ja tatsächlich, ich weiß, in den Papierkorb einfach geschmissen wird. Und dieser Erfindung gebe ich einen. Habe ich einen guten Titel gegeben. Nämlich ein besseres Leben. Aber ich hab doch jetzt schon 200 Euro da reingesteckt. Dein Pech. Dein Pech. Gut gemacht, alle miteinander. Jetzt das ist kein guter Rat. Die steht auf mich. Die steht einfach auf mich. Das ist echt so. Ich will immer nur dich. Ja, keine Sorge. Was mit der Among Us mit sich? Komm schon. Gut, dass du mein Problem genommen hast, was ich draufgeschrieben habe. Das läuft. Das ist euch. Wieso, Max? Kannst du nicht relaten? Das ist kannst kein du relaten? Stein. Feuer. Stein. Wir haben alle das, wir kennen alle das Problem. Ich hasse es, jeden Morgen fappen zu müssen. Ja. Und dafür habe ich einen ganz einfachen Mechanismus erfunden. Und zwar nennt er sich der Wasserwecker. Hier sehen Sie eine Skizze davon. Also wir stehen hier auf und da wird dann kaltes Wasser auf unseren Boden gespritzt, wodurch er ganz schön einschrumpelt. Und dann, wenn wir es sehen, haben wir eh keinen Bock mehr drauf. So mal ehrlich, wer will das schon, wenn ich aussehe wie ein 90-Jähriger da unten?
Und mein Slogan dafür ist: Du willst morgens nicht fappen, einfach den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Oh, das hängt schon mal gut da, oh mein Gott. Moin moin. Ich weiß, viele von euch hassen es, dass sie morgens horny werden, weil sie auf ihrer Startseite wieder irgendwelche Anime-Waifus, Husbandos, Helikopter, sonst was sehen. Monika. Und müssen dann direkt losfappen. Und ja. Ihr wollt das natürlich nicht, weil dann wird alles wieder schmutzig und dann so den Morgen anzufangen, ich sag komplett Scheiße. Naja, also. Und da habe ich den NoFap-Fessler 203 entwickelt. Das ist meine Idee. Der NoFap-Fessler 203, den schließt ihr irgendwo an dem Tisch an und dann hängt er sich an eurem Arm dran und ihr könnt dann nicht mehr ab. Und das ist automatisch. Jeden Morgen um Punkt die Uhrzeit, die ihr eingestellt habt, wird es automatisch rangesogen, euer Arm. Festgeklebt und ihr könnt somit nicht mehr fappen. Aber Mike. Nie wieder fapp, am D kein Leck. Ich hasse es, jeden Morgen das hier machen zu müssen. Das Problem geht gerade rum, aber es gibt keine Lösung. Zeig mir endlich das Meisterwerk. Antiku Wank. Antiku Wank. Schön. Das ist ein iPhone. Besser als die Schere und die Kettensäge auf jeden Fall. Nee, das ist eindeutig ein iPhone. Ich dachte erst, das wäre ein Anspitzer oder so. Ich dachte, das wäre eine Milch oder so. Okay, ihr dreckigen Säcken. Ihr habt alle das Problem, dass ihr jeden Morgen seid. Und da gibt's einen ganz einfachen Trick. Lad mich doch einfach zum Übernachten, dann geht bestimmt keinen hoch. Yay! Eine Übernachtungsparty. Yay! Ja, okay, also mittlerweile denke ich, dass das kein Zufall mehr ist, weil ich hatte. Also einen ähnlichen Ansatz, aber es war nicht das gleiche. Es geht nicht um Max. Also folgendes Problem. Oh. Ich hasse es jeden Morgen. Ja, ne? Ja, wir haben es verstanden, also, weiter. Ja gut, also dafür habe ich den Dickstair entwickelt. Also ihr müsst quasi einfach auf eure Morgenlatte gucken, so. Und wenn ihr ja quasi dann einen Cock seht, dann seid ihr ja nicht mehr horny, weil ihr wollt ja eigentlich so eine Frau sehen, wenn ihr so wichsen wollt. Are you sure? Max, das ist ein bisschen ineffektiv. Also, schau einfach auf deine Latte, dann ist die Erektion auch Latte. Latte auf Latte rein. GG. Das ist ein Wortspiel. Das ist ein Wortspiel. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Alle. Willst du gehen sie wieder klicken? Oh Mann, naja, wenigstens sind die Erwartungen niedrig. So lange, also, es ist voll das Problem. Ich hasse es, dass jeder mich Mike_Bisasam nennt. Ja, da gibt's eigentlich eine ganz einfache Lösung. Änder deinen Namen. Hier. Du Vollidiot. Das machst du einfach. Das machst du einfach bei YouTube. Da drückst du auf Einstellungen. Warum sieht das aus wie eine Zigarette? Das soll so ein Eingabefeld sein. Ich weiß. Da schreibst du dann neuen Namen hin, denkst diesmal dran, keinen Unterstrich reinzuschreiben und dann wirst du nicht mehr Mike_Bisasam genannt, sondern Mützi, weil das ist eh ein viel besserer Name. Okay, dann nenne ich mich jetzt um zu Mützi, ja. Michael, kennst du dich für die Klasse? Okay, wir kennen alle das Problem, wir haben uns in eine andere verliebt, die uns dann umbringen will. Hä, was? Und dafür habe ich einen alten Klassiker ausgegraben und zwar das Maiko Body Pillow. Getreu dem Motto: Deine alte will dich umbringen, hol dir doch einfach eine neue. Nee, da will ich was einwenden. Maiko ist keine Schippe. Das weiß ich, weil. Die Flecken auf dem Kissen deuten auf was anderes hin. Aha. Na, das Body Pillow ist eine Schippe, aber Maiko selber nicht. Echt mal. Okay. Ihr kennt das, ihr seht das YouTube, ihr denkt so, okay, Trends. Tja, warum kriegt ihr alle so coole Probleme? Ich hab die beiden letzten gerade selber erstellt.
Nitrenz, ich habe immer das Problem, ich kann nicht wegschauen. Das ist, ich muss mir den Cringe geben von Leon Wahrscheinlich. Der Müllhalter ever, aber ich schaue immer hin. Und ich habe eine Lösung für euch, nämlich deine Mutter. Was? Okay. Was? Okay. Dann zieht einfach das Kabel an. Schade, weil das Internet nicht lädt. Hast du eine Mikros bei der Mutter? Wenn deine Mama das Kabel zieht, dann zieht sie das Kabel. Mike kann besser reimen machen. Ja, wenigstens ist er ehrlich. Ja, Pluspunkt, Sympathiepunkt, meine ich. Ich hasse Ingi. Okay, ihr kennt das Problem. Ihr seht nicht gut in euren cuten Anime-Cosplay aus. Und nun ja, dafür habe ich Folgendes für euch. Und zwar die Brottüte. Was? So sieht das dann ungefähr aus. Cosmon Wanda. SpongeBob. Also es zieht die einfach über den Kopf, weil so sieht keiner euer Gesicht und so sieht auch niemand. So könnt ihr nämlich auch nicht Uwu aussehen. Ja, das war. Ja, ich meine, so wenn man sein Gesicht überdeckt, dann sieht halt auch keiner, dass so dein Hempel kaputt ist. Genau. Okay, Mike, für die Klasse. Okay. Hallo ihr Jungs, Mädels und Gleichgeschlechtliche. Ich habe das folgende Problem. Ich kann nicht aufhören, an Monika zu denken. Ich denke nur noch an Just Monika. Davon kann ich ein Lied singen. Genau. Ey, Monika. Genau. Ich kann nicht auch. Ich wusste, dass du lachen würdest. Und ja, so fühle ich mich übrigens. Get out of my head! Ich präsentiere euch den alten Prototypen, den ich mal wieder belebt habe. Den Hangman 2 Electric Boot. Ich hasse Gura, ja? Ach man, ich will anfangen. Okay, folgendes Problem, also da kann ich jetzt nicht relaten, aber ja, jetzt kann ich gar nicht verstehen, wie man so ein Problem haben kann, aber auf jeden Fall gibt es irgendwelche Untermenschen auf dieser Welt, die Gura widerwärtig finden, ja? Aber sorry, ich komme nicht darauf klar, dass es wirklich solche Menschen gibt. Auf jeden Fall habe ich da etwas entwickelt, wie wir Gura ganz einfach von dieser Welt aus dieser Welt entfernen können. Und zwar der High-Tile-Protagonist. Der sieht quasi so aus. Also da sehen wir Gura, ja, und da sehen wir diesen perversen Hai. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, die wird dann quasi so von. Haie machen sowas halt in der Natur, das wissen wir wahrscheinlich alle, ne? Hattet ihr auch im Bio. What the actual fuck? Und die Gura ist weg. Halt dein Bag und die Gura ist weg. Ab! Das waren die letzten Worte. Okay. Ihr kennt das, ihr habt keinen Bock. Nein. Das wird Ruhe da auf den billigen Plätzen! Mach weiter. Okay, ich zeig schon mal die Zeichnung. Ja. Was? Mit dem Myri? Der Myri. Myri. Zertost irgendwas. Blue Card. Du blockierst einfach Mützi, dann hast du für immer Ruhe von Gura, denn Mützi ist der einzige Mensch auf Erden, der auf Gura steht. Probier ich mal aus. Das ist wirklich schwer gewesen, 3 Millionen Accounts zu machen, in denen zu abonnieren. Warum steht da Mützblocker? Du wirst diesen Hai nie mehr sehen, dann sag bye bye zu Mützi. Bye bye. Hi, bye bye. Hey Leute, also, ich habe dieses Problem. Ich hasse dich. Ich hasse Gura, ja. Ich kann sie nicht ausstehen, ja. Und wenn ihr so jemand seid wie Mützi, das ist so ein Problem, was Mützi hat. Irgendwann wird er satt haben,
jedes Mal Gura zu sehen und dann diese Leere in sich zu fühlen. Diese, ich weiß nicht, was genau diese Leere ist. Ist es im Herzen, ist es im Magen? Wo auch immer diese Leere ist. Mitzi, halten Sie bitte Ihre Fresse. Ich versuche gerade einen professionellen Vortrag zu halten, genau. Ja, also Mitzi, du willst die Leere in deinem Inneren füllen? Hiermit kannst du sie grillen. Ich nenne ihn den Electro Death Stone. Und keine Sorge, Mützi, damit stirbt nicht nur, sie würden nicht leiden beim Sterben. Und was noch sehr schön dran ist am Death Stone, sie wird schön von einem Grabstein beerdigt. Ganz nett. Uwu. Ganz Uwu. Und dann kannst du dein Inneres füllen, indem du sie grillst. Frage. Mike, ist das fettarm? Ja. Ich hab eine Frage. Bio. Ist die dann quasi so geschockt und gebraten, dass man die essen kann? Ja. Oh, perfekt. Kannst du auch in dich reinstopfen, aber müssen wir nicht drüber reden. Ich habe keine Zeit mehr. Ciao. I will take your entire stock. ja. Ich hasse ihn, ich hab's ihn einfach. Ja, also, ihr kennt es alle? Ihr findet Gura widerlich. Sehr gut. Aber echt, Leute, ich hasse Gura. Ich hasse Gura. Dafür gibt es endlich Anti-VTuber-Gun 300. Ganz wichtig, 300 ist sehr, sehr wichtig. 299 ist damals explodiert. Oh, das habe ich Angst jetzt. So sieht das Ganze aus. Das ist halt noch ein Prototyp, ne? So ein bisschen so, ich hab gedacht, ich mach das so ein bisschen wie. Sie bewegt dich. Und ja, ich finde, das ist so ähnlich wie der Kai von Mützi. Ne? Dementsprechend, hey, hier ist mein Slogan. Moment. Damit auch ihr wieder schlafen könnt. Ihr Lappen. Ja. Kann das sein, dass das Design und die Idee der Idee ein bisschen von der Nug und der Gun und der Electric Boogaloo geklaut wurde? Nein, nein. Ich werde das nicht zeigen. Das Design ist komplett meins. Wir geben euch mehr Geld zum Investieren. Aber Danny hat die Gun erfunden, hallo. Ich muss mich gerade random daran erinnern, wo Danny in G-Mod diesen Doritos hatte und dann damit beim Laufen rumgeknistert hat. Mütze, ich bewege mich ganz langsam. Ich nehme. Gewonnen. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Ja, eine Runde hat mir gereicht. Ja, mir auch. Dann schauen wir uns doch mal die Erfindungen an. Ganz genau! Wow! Max! Wie geht das Problem? Es muss eine Möglichkeit geben, dass Max Video langweilig sind. Die sind so langweilig, ich kann sie nicht mal zum Einschlafen anschauen, so langweilig sind sie. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung, dass Mikes Videos nicht mehr langweilig ist. Du klickst einfach von ein anderes Video. Fick dich, Michael. Mike, bitte schlag mich nicht, das war ein Schock. Mike, warte. Oh fuck, er steht drauf. Hey Leute, ihr kennt alle sicherlich das Problem. Ich habe Angst davor, den Ofen in meinem Keller zu finden, weil. Ich habe keine Ahnung, weil. Lösung. Warte, ich suche kurz die Lösung. Was habe ich denn so rumliegen? Nehmen wir das einfach. Die, Blind Bind. Ja, genau. Meine Erfindung. Ja, genau. Die funktioniert dann so, ihr seid in eurem Keller, das Blaue ist so die Dunkelheit. Ihr seid einfach so in eurem Keller, zieht das auf und so müsst ihr diesen Ofen, den ihr dann sucht und hoffentlich findet, dann nicht sehen. Weil ihr wollt ja den Ofen nicht sehen. Ja, und ich sag da immer gerne zu, schlechter kochen, besser hoffen. Das hat sich die Nacht um 3 Uhr erwischt. Warum ist der Ofen ein Amokus? Ach, Junge! Ach, Michael! So mäßig. Okay, meine Mittagspause wird immer von 30 Sekunden an Skippable Ads unterbrochen. Meine Lösung dafür ist der Internetblocker. Hoffentlich ist die Zeichnung da. Genau. Hey, meine Schule hatte sowas. Zieh Google einfach in den Papierkorb und spiel mit Steinen wie damals, vor dem Krieg. Also vor dem Ersten Weltkrieg. Okay. Vielen Dank. Max, das war meine Idee. Nein, die mag ich nicht, oh mein Gott. So, ihr kennt ja alles Problem. Leute klauen Ideen.
Nee, warte. Ich möchte nicht doch einmal über das Duschen nachdenken. Ja, also, wenn ich jetzt normalerweise als erstes dran käme, ne, dann wäre das jetzt auch sehr kreativ. Ne? Kennt das sicherlich. Einfach Gamer sein, dann stinkt ihr einfach und müsst nicht über das Duschen nachdenken. Ne? Gamer duschen nie, RTL denkt nie, abonniert mich. Danke. Okay, ihr kennt dieses Thema. Es gibt irgendwelche Faker, die eure Themen nachmachen. Aber jetzt kommt das Original. Ich möchte noch nicht noch einmal über das Duschen nachdenken. Meine Lösung ist. Werde ein Gamer. Mein Slogan ist: Du willst nicht duschen? Werde ein Gamer. Das passt gut in unser Schema. RTL 3.